Toll aus.
children our future. Teach them well and let them lead their way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easy. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody's searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my need. A lonely place to be. And so I learned to depend on me. I decided long ago never to walk in anyone's shadow. If I fail, if I succeed, at least I never die. Believe no matter what they take from me, they can't take away my dignity. Because the greatest love is happening to me. I found the greatest love inside. Leminski, viel Spaß beim Abrocken, Abtanzen, was immer ihr wollt. Und hinter uns wird getanzt. Natürlich, wir haben wieder Goggles für euch da. Viel Spaß, eine halbe Stunde Party-Time. Los geht's. Hey! Bis gleich!
come on. Na, was? Polizisten und Schwulsein. Es gibt viele Berufe in Deutschland, wo es ein bisschen schwierig ist, wo man vielleicht eher bereit ist, auf Tauchstationen zu bleiben. Und Polizisten gehören sicherlich dazu. Schwer vorstellbar, dass innerhalb des meist hetero bestimmten Männerbundes auch offene Schwule ungemobbt ihren Dienst tun können.
Doch es tut sich was. Immer mehr schwule und lesbische Gesetzeshüter kommen aus dem Dienstspind raus und zeigen Flagge. So wie zum Beispiel in diesem Jahr auf dem Kölner CSD. Dort wurde sie zum ersten Mal feierlich gehisst, die Regenbogenfahne, und zwar direkt vor dem Polizeipräsidium. Mehr über das Coming-out der schwulen Sheriffs von Dominik Sturm. Prima Aktionen sehen manchmal ganz harmlos aus, das macht aber nichts. Hier geht es nämlich um ein einmaliges Ereignis innerhalb der Bürokratie. Schwule Polizisten hissen mit besonderer Genehmigung des Polizeipräsidenten ihre Flagge, und zwar direkt und unübersehbar vor dem Kölner Polizeipräsidium. Und dieser junge Mann ist einer der Regenbogenaktivisten. Wolfgang Blischke, seit 20 Jahren offen schwul und heute nicht in Uniform, sondern in Zivil auf dem CSD. Er hofft gemeinsam mit seinen Kollegen auf Toleranz und Akzeptanz in der Behörde. Wir haben also seit 2-3 Jahren eine deutliche Trendwende innerhalb der Polizei, sodass wir sagen können, dass als Schwuler oder als Lesbe man sich im Regelfall durchaus outen kann, ohne innerhalb des Dienstes Nachteile befürchten zu müssen. Ausnahmen würden da zwar immer noch die Regel bestätigen, aber im Normalfall läuft es völlig problemlos, wenn man einfach dazu steht, dass man lesbisch oder schwul ist. Genau, und deshalb sind die schwulen Polizisten auf dem CSD auch genau richtig. Hier tummelt sich sowieso alles, was schrill und bunt zu seiner eigenen Lebensform steht. Warum also auch nicht ein paar Uniformierte? Die Hetero-Kollegen schauen fast ein bisschen neidisch auf die warmen Wachtmeister. Sie müssen schließlich ganz normalen Dienst schieben, während sich die anderen amüsieren. Wir wollen den Kollegen zeigen, die hier eingesetzt sind, die Hundertschaften, dass es auch lesbische und schwule Kollegen gibt. Und wir wollen vor allen Dingen auch den Schwulen und den Lesben zeigen, dass es eben auch Lesben und Schwule innerhalb der Polizei gibt, um da die Hemmungen ein bisschen abzubauen, ja. Was als Aufmunterung gemeint ist und auch ganz bunt und lustig aussieht, ist allerdings noch lange keine Selbstverständlichkeit. Auf den CSD wagen sich nur oder immerhin 74 schwule und lesbische Ordnungshüter. Ihr Sondereinsatz, Kampf gegen Mobbing und für den unausweichlichen Aufstieg schwuler Schuppus im gehobenen Dienst. Innerhalb des Innenministeriums als oberste dienstvorgesetzte Stelle haben wir eigentlich kaum noch Probleme, kaum noch bis keine. Da laufen wir eigentlich offene Türen ein, und da die eigentlich zeigen, dass der Umgang auch innerhalb der Polizei mit Schwulen und Lesben normal werden sollen, schließen sich die anderen Kreispolizeibehörden dem mittlerweile auch an. Bis der Innenminister selbst allerdings schwul sein darf, wird es wohl noch eine Weile dauern. Der Dienstweg ist schließlich lang, steinig und beschwerlich. Bis dahin aber gilt auch für die Polizei: Wir sind viele Homophile und wir werden immer mehr. Zu Gast bei Gaywatch, Wolfgang Blischke. Sie sind seit, ich glaube, 20 Jahren bei der Polizei, ist das ja richtig? Ja. 15 Jahre lang haben Sie Ihren Kollegen nichts davon erzählt, dass Sie schwul sind. Warum eigentlich nicht? Ja, weil man einfach Angst hat, sich außerhalb der Gruppe darzustellen. Man hat Angst vor der Reaktion der Kollegen. Man weiß nicht, was da kommen wird. Kommen hinterher so Frotzeleien, so hinterm Rücken. Am Anfang, als ich eingestellt wurde, war ich mir gar nicht sicher, ob ich wieder entlassen werden kann. Das ist so eine Unsicherheit, die auch heute noch bei vielen besteht. Was ist, wenn die erfahren, dass ich schwul bin, dann bin ich vielleicht meinen Job los und kann mir was anderes suchen. Und gerade wenn man heute sieht, die Mitteilungen, die so vor 2 Wochen durch die Presse gingen, wenn der Bundesverteidigungsminister sagt, Schwule sind als Führungskräfte ungeeignet, Schwule sind ein Sicherheitsrisiko, Schwule haben nicht die nötige Autorität, die man aufbringen muss, um auch als Vorgesetzter arbeiten zu können, dann ist das eben heute doch ein Signal, das durch die Republik geht und das viele verunsichert. Dann sind Sie aber offen schwul, Sie sind, ich glaube, Kommissar und damit ja auch Führungskraft, da gibt es aber keine Probleme. Meine Kollegen kennen mich, auf meiner Dienststelle ist das überhaupt kein Problem. Die Leute haben ja einfach im Regelfall Probleme, wenn sie sich vorstellen, Schwuler, da verbindet man irgendwas mit. Und die Vorurteile, die beruhen eigentlich nur auf Unkenntnis. Hat die New Yorker Polizei, wir haben das gerade gehört, angefangen, eine neue Werbekampagne zu starten, um ganz bewusst Schwule und Lesben in die Polizei zu bekommen. Wäre sowas auch in Deutschland denkbar? Wir hoffen, dass wir das bald zumindest hier in Nordrhein-Westfalen erreichen können. Bundesweit ist das schwierig zu sagen, weil Polizei ist Grün- und Ländersache. Aber in Nordrhein-Westfalen, wir haben im Moment gerade Gespräche angestoßen und hoffen, dass vielleicht demnächst auch in lesbischen und schwulen Magazinen Werbung gemacht wird dafür. Zurzeit läuft da noch nichts. Da gibt es auch noch viele Probleme. Manche, ja,
Betonköpfe, auch im Innenministerium, haben da einfach Probleme mit. Aber die Führung gibt mittlerweile doch einen anderen Wind und eine andere Richtung vor, sodass sich da hoffentlich einiges ändern wird. Und ich hoffe, dass es nicht mehr lange dauern wird. Ich hoffe es auch, dass sich einiges ändern wird. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren, Wolfgang Blischke von der Mettmeier Polizei. Das ist richtig. Richtig, ja? Okay, herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Bei Gelbwasch.